was die Kirche braucht? Dieser Frage, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir nachgehen in dieser 40-Tage-Zeit. Was die Kirche braucht. Und ich möchte zuerst, nachdem wir so oft und irgendwie so selbstverständlich über Kirche sprechen, diesbezüglich zu diesem Hauptwort eine Bemerkung machen. Auch damit wir vielleicht im Anschluss nicht aneinander vorbeireden. Denn wir wollen ja dann, zumindest besteht die Einladung, darüber noch sprechen. Es äußern sich ja viele zur Kirche und es gibt viele Wortmeldungen. Wir merken spätestens vielleicht, wenn wir Kirche in einer Talkshow behandelt sehen, dass die Ebenen so nicht recht zueinander passen, weil wir von der Kirche in einem oft beschreibenden Sinn, in einem soziologischen Sinn, so wie wir über andere Interessengruppen sprechen, weil wir so darüber sprechen. So will ich das nicht tun. Das kann man vielleicht auch nicht erwarten. Ich möchte von der Kirche im katholischen Sinn sprechen, wie es die Glaubensbekenntnisse seit der frühesten Zeit festhalten. Dass Kirche göttliche Stiftung ist und nicht menschliche Erfindung. Dass Kirche Ruf und Berufung ist und keine Vermarktungs- oder Machtstrategie, wie wir zuweilen hören. Kirche stammt von Gott. Sie ist ein Instrument seines Heils, weil Gott nicht in seinem Wirken je den Einzelnen rettet, sondern von Anfang der Schöpfung an ein Volk will. Das ist sozusagen der Sukkus des Alten Testamentes diesbezüglich. Und wir sehen schon, wer Kirche mit rein menschlichen Maßstäben zu verstehen sucht, versteht sie nicht, zumindest nicht ganz. Der große Theologe Henri de Lubac sagt von der Kirche, sie ist eine geheimnisvolle Ausweitung der Trinität in die Zeit hinein. Der Trinität in die Zeit hinein, die uns nicht nur auf das Leben mit ihr vorbereitet, sondern uns bereits daran teilnehmen lässt. Sie stammt aus dem dreifaltigen Leben und ist erfüllt davon. Wenn man das beherzigt, dann kommt man oft zu anderen Schlüssen, als wir sie führen in Strukturdebatten und Reformvorschlägen. Die muss es auch geben. Allerdings kommt man, wenn man Kirche im Sinn des Glaubens versteht, auch zu der Beobachtung, die der jetzige Kardinal Koch vor vielen Jahren schon gemacht hat, indem er sagte, so muss die Aussage, ich gehe nicht mehr in die Kirche, denn das bringt mir nichts, als verkürzt, wenn nicht sogar als narzisstisch abgelehnt werden. Wir gehen nicht in die Kirche wegen dessen, was wir dort finden, sondern wegen dessen, was wir dort empfangen und in das wir verwandelt werden. Von hierher, wer bereit ist, die Kirche so ernst zu nehmen, wie sie selber ernst genommen werden will und wie ernst Gott sie nimmt, von daher ergeben sich dann Punkte der Kritik, Kriterien der Kritik, wie man Kirche auch, und das ist im Titel der Predigten vorgesehen, was die Kirche braucht, Menschen. Natürlich, ohne Menschen keine Kirche. Gott sammelt sich sein Volk, wir hören es in jedem Hochgebet. Er sammelt uns. Und wir wissen, wir haben das gestern noch erneut erfahren im Bußakt, wer wir sind und wie wir sind. Von hierher ist Kritik durchaus berechtigt. Was die Kirche also braucht, sind Menschen. Und dieses Wort ist wirklich sehr wahr, auch wenn es oft ein Schlagwort ist, aber es stimmt. Wir sind Kirche. Ja, undiskutabel. Aber wir müssen den gleichen Atemzug dazu sagen, ja, wir sind Kirche, aber sie gehört uns nicht. Sie gehört Gott. Die Kirche ist nicht unser Eigentum. Wir können mit ihr nicht verfahren, wie wir wollen oder wie es uns dünkt, sondern wir sind verantwortlich, wir als lebendige Kirche dem, dem sie gehört, dem lebendigen Gott. Ihm gehört sie allein.
Was die Kirche braucht heute im ersten Angang, erleuchtete Menschen. Vielleicht denken Sie sich, wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Ich habe mich das heute auch noch mal gefragt. Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Was die Kirche braucht, erleuchtete Menschen. Was heißt das? Wenn ich es jetzt lateinisch sage, erschrecken vielleicht einige und manche sind gleich im Bilde. Illuminatus. Ist das jetzt ein Dan Brown-Aufguss, der hier in der Fastenpredigt kommt? Mit den Illuminati sollen wir also irgendwie so sozusagen kirchlich stramm sozialisierte Halbkriminelle werden? Oder wie ist das gedacht? Oder wiedererweckte Christen? Ich rate Ihnen nicht, diesen Begriff zu googeln. Sie kommen auf Homepages, das wollen Sie nicht sehen. Also mir ging es zumindest so. Also so wiedererweckt à la George W. Bush? Nein, danke. Auch wenn man jetzt im Rückblick vielleicht sagen muss, der war wenigstens noch Christ. Oder so ein Superchrist mit einem aufpolierten Gemeindeimage, der strahlende Stern am Gemeindehimmel, zu dem alle aufschauen und sagen, mein Gott, da klappt alles in der Familie und ja, das ist bewundernswert. Ist das ein erleuchteter Christ? Oder ist ein leuchtender und erleuchteter Christ nur einer mit einem strahlenden Intellekt, wie ein Albertus Magnus oder Thomas von Aquin oder ein Universalgelehrter wie Robert Bellarmine? Sie merken an meinen rhetorischen Fragen, dass ich darauf nicht hinaus will. Erleuchtet, was die Kirche braucht an erleuchteten Menschen, glaube ich, ist etwas anderes. Und ich will Ihnen mit einer Beobachtung oder mit zweien eine Ahnung davon geben. Unsere Schwestern haben mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Ein schöner Titel, Der Mönch in mir. Hat mir gefallen. Habe ich angefangen zu lesen. Und nach dem ersten Drittel dachte ich mir, ach ja, da geht einer, der in Österreich in der publizistischen Szene, in der Politik Karriere gemacht hat, wirklich ein bedeutender Mann, ein gebildeter Mann, sehr rational geprägt, der geht regelmäßig auf den Athos und schreibt seine Beobachtungen nieder. Und was er dahin mitnimmt, man kann das hinten im Literaturverzeichnis sehen, sind wohl ostkirchliche Quellen, aber es wird so ein bisschen hineingerührt, ein bisschen Zen und so ein bisschen Buddhismus. Und im ersten Drittel dachte ich mir, ach ja Gott, das kenne ich jetzt alles schon, das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Aber die Schwestern hatten es mir geschenkt und ich dachte mir, ich muss es zu Ende lesen, das gehört sich so. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Denn von Seite zu Seite wird dieses Buch nach dem ersten Drittel besser. Es hat ein Kapitel, das mich geradezu vom Sitz gerissen hat. Es heißt, bitte nicht erschrecken, Himmelfahrt und Höllensturz heißt dieses Kapitel. Und es schildert, dieser Mann sieht mit offenen Augen, wie die Mönche in ihrer Realität leben, in unterschiedlichen Klöstern, das ist ja eine ganze Kolonie, und ist zunächst erschrocken darüber, wie oft der Teufel dargestellt wird und die Hölle und die Dämonen. Er sagt, wenn man das einmal wahrnimmt, das bevölkert ganze Wände in den Kirchen. Und er kommt zu dem merkwürdigen Schluss, dass er sagt, auf dem Athos lebt man wirklich mit dem Teufel. Sie werden sich jetzt fragen, geht man deshalb ins Kloster? Ja. Und er sagt, alle diese Bilder, das, was ich dort erlebe, ruft das bei uns nur, wie vielleicht jetzt bei Ihnen, Kopfschütteln oder Mitleid hervor. Und er sagt Folgendes. Ich meine, es wäre zumindest einen Gedanken wert, ob wir, auch jenseits des Athos, uns nicht eine bequeme Gegenwelt von nahezu ähnlicher Radikalität zusammengezimmert haben. Und zwar eine Welt, in der uns das Böse als ewiges Rätsel menschlicher Existenz weitgehend aus dem Blick entschwunden ist. Eine Welt, in der nichts mehr als wirklich schlecht erkannt und benannt werden kann und letztlich fast alles verstanden, fast alles verziehen wird. Am Athos entkommt nichts und niemand den Nachstellungen des Teufels. Bei uns erwischt er nichts und niemanden mehr,
weil er längst in die Abstellkammer der Religionsgeschichte gelandet ist und weil jeder sein eigener Richter und Verteidiger ist. Freispruch, Euer Ehren. Und dann sagt er Folgendes: Heimgekehrt vom Heiligen Berg verblüfft mich der Titel einer europäischen intellektuellen Zeitschrift. Überschrift: Neid aufs Fegefeuer. Es ist ein überraschendes Plädoyer für die Wiederentdeckung verlorener Bilder und Werte. Erstaunt lese ich, das Beten für die Toten führe zu einer langfristigen Beziehung weit über das Sterben hinaus und zu einer Solidargemeinschaft auf beiden Seiten des Todes. Dies hole auch den Tod wieder in unser Leben zurück, und das Wissen um Buße und Reinigung fördere unsere Selbstverantwortung. Der Glaube, dass mit dem Tod die Würfel noch nicht endgültig gefallen sind, verändert das Leben der Gläubigen. Europäische intellektuellen Zeitschrift vor einigen Jahren. So lese ich in diesem Buch, das ich Gott sei Dank bis zu Ende gelesen habe. Ein Mann, der sich von Menschen, vielleicht können wir an dieser Stelle schon sagen, möglicherweise von erleuchteten Menschen, von orthodoxen Mönchen, hat kurieren lassen von einer Krankheit, die uns alle befallen hat. Wie heißt diese Krankheit? Ich fand die Beobachtung oder die Diagnose der Krankheit bei niemand anderem, jetzt machen wir einen Sprung in den Konfessionen, als bei Dietrich Bonhoeffer. Ja, bei diesem protestantischen Märtyrer, Dietrich Bonhoeffer, der zu seiner Zeit schon über die Pfarrer und die Theologen Folgendes schrieb: Die größte Not für den Pfarrer kommt aus der Theologie. Er weiß alles, was der Mensch über Sünde und Vergebung wissen kann. Er weiß auch, was rechter Glaube ist, und sagt es sich so lange, bis er nicht mehr im Glauben, sondern im Denken über den Glauben existiert. Er weiß sogar, dass sein Nichtglaube die rechte Form des Glaubens ist. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das Wissen enthüllt hier seine Dämonie. Es treibt immer mehr in den faktischen Unglauben hinein. Wir haben dann keine Erfahrung des Glaubens. Unsere einzige Erfahrung ist die Reflexion, das Nachdenken über den Glauben. Theologie ist hier die Wissenschaft, in der man es gelernt hat, alles zu entschuldigen und alles zu rechtfertigen. Und dann sagt er am Ende: Natürlich sei ein guter Theologe, aber als solcher halte dir dein Wissen 3 Schritt vom Leibe, sonst wird es dir lebensgefährlich und du gerätst in einen Sumpf, in dem der Glaube erstickt. Ob wir sowas als Schlüssel unter das Theologenmemorandum setzen sollen? Weil das Wissen in diesen Sumpf hineinführt, der schließlich nicht mehr von der Praxis des Glaubens bestimmt ist, von der Praxis des Glaubenslichtes. Die alte Kirche nannte die Neugetauften Photismoi, Erleuchtete. Da kommt der Begriff her. Wir kennen das heute noch, zumindest von der Kindertaufe, wenn die Paten Taufkerze tragen, wenn sie angezündet wird an der Osterkerze, oder bei der Erwachsenentaufe, wenn der Täufling sie selber trägt. Er ist erleuchtet und sind nicht, im Nachdenken kam mir diese Vorstellung, dass es die Praxis des Glaubens braucht, ohne die man versumpft und versinkt. Man kann noch so viel wissen. Manche Menschen, liebe Schwestern und Brüder, ohne je ein theologisches Buch aufgeschlagen, geschweige denn gelesen zu haben, sie leben mit den Sakramenten, mit den Heiligen, mit den Toten, wie wir eben hörten, ganz selbstverständlich. Sie bereuen ihre Sünden, sie tun meistens im Stillen Gutes, sie können lachen und weinen, trauern und danken. Sie tragen in der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten des menschlichen Lebens, in Enttäuschung, mit verschiedenen Charakteren und Veranlagungen, Begabungen,
mit verschiedenen Schicksalsschlägen. Sie tragen das Licht ihrer Taufe durch ihr ganzes Leben. Manchmal ganz hell, dieses Licht, zuweilen flackernd. Oft genug meint man schon, es ist ausgegangen, aber man trägt es. Fotismoi. Müssten wir nicht alle, Theologe oder Nicht-Theologe, Laie oder Priester, genau solche Fotismoi werden, die den Glauben tun, die plötzlich die Praxis des Glaubens wieder entdecken, die mit den Bildern zu leben beginnen und nicht das, was wir uns angewohnt haben, hinter jedem allem noch einen Theologen hervorzuzaubern, der noch die nächste postrationale Erklärung für etwas hat. Und dabei, und das ist das Unterscheidungskriterium, den Scheinwerfer lediglich auf sich selber stellt. Hier geht es nicht um Jesus Christus. Das Wort Gott ist ein Fremdwort. Das Gebet ist eine fremde Veranstaltung. Gottesdienst abgemeldet, verkommen zur Ego-Schau. Das ist das Prüfkriterium. Hier geht es nicht darum, die ganze theologische Wissenschaft schlecht zu machen. Die brauchen wir, keine Frage. Aber welchen Platz sie hat, das ist die Frage. Und ob sie die Kirche dominieren soll, das ist die große Frage. Lebt die Kirche von den Theologen? Theologie ist ein Bestandteil dessen, was die Kirche braucht. Aber wovon die Kirche lebt, sind diejenigen, die ihre Taufe ernst nehmen und das Licht der Taufe durch ihr Leben tragen, auch durch die Tür des Todes. Es wird, weil ich darauf eben anspielte, von Augustinus berichtet, dass nach dem größten Luzernar, das man sich vorstellen kann, wenn man in der Osternacht nicht nur in der Basilika, sondern in den Häusern überall die Lichter angezündet hat, die ganze Nacht Lesungen gesungen, Psalmen rezitiert hat, ein einziges Kommen und Gehen, etwas, was wir vielleicht noch annähernd von der Stimmung her in einer übervollen Christmette heute erleben. Es ist uns fremd geworden. Und wenn dann der Bischof, damals Augustinus, die ganze Nacht auch noch getauft hatte und den Gottesdienst gefeiert hat, muss er in der Morgendämmerung auch noch eine Predigt halten. Man kann sich vorstellen, er ist todmüde, aber er macht es mit einer besonderen Konzentration und Freudigkeit. Und Folgendes sagt Augustinus, diesen Fotismoi, und er sagt es heute uns. Die Neugetauften, die ihr äußerlich in weißen Kleidern und innerlich gereinigt seht, dem Schimmer der Kleider den Glanz der Herzen zeigen, waren einstmals Finsternis, als die Nacht der Sünde sie noch belastete. Jetzt aber ist der Tag des Herrn, und wir wollen froh sein und jubeln an ihm. Denn sie sind gereinigt im Bad der Vergebung, sie sind gewaschen im Quell der Weisheit, sie sind überströmt vom Licht der Gerechtigkeit. Da ihr einst Finsternis gewesen seid, jetzt aber Licht im Herrn, so wandelt wie Kinder des Lichts und hänget den Kindern des Lichtes an. Und dann spricht Augustinus, gezwungen, sich zu konzentrieren und kurz zu predigen, auch noch über die Finsternis. Und ich lese die Passage deshalb, damit wir auf jeden Fall gleich etwas zu reden haben. Weil ihr also Glieder Christi geworden seid, darum mahne ich euch, ich fürchte für euch nicht so sehr von den Heiden, nicht so sehr von den Juden, nicht so sehr von den Heretikern, als von den schlechten Katholiken. Wählet euch im Volk Gottes solche aus, die ihr nachahmen könnt. Die Bandbreite auch hier, liebe Schwestern und Brüder, ist groß. Wir haben sozusagen professionell Erleuchtete in der Kirche. Wir nennen sie Heilige. Wir finden doch die stillen und die großen Prediger, die intellektuellen Lichter und die ganz Naiven. Wir finden die ganz einfachen und die komplizierten Charaktere. Wählen Sie sich solche Lichter aus und zünden Sie Ihr Licht, Ihr Tauflicht, neu an diesen Lichtern an, weil dieses Licht von Christus kommt. Was die Kirche braucht, erleuchtete Menschen. Wir müssen solche werden, weil die Kirche uns braucht.